Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Guten Tag, Timo Schwarz, mein Name. Den Herrn von Rudersdorf, bitte. Am Telefon. Was kann ich tun für Sie? Herr von Rudersdorf, Ja? kurze Frage von mir. Timo Schwarz ist mein Name. Sie sind registriert mit der IBAN N281 bei einem Gewinnspiel für 12 Monate. Haben Sie vergessen zu kündigen oder wollten Sie weiter mitspielen? Nee, eigentlich nicht. Weil da haben Sie die Sonderkündigungsrecht, Ach dass ich so. Sie heute sofort stoppe, damit sie da weiter keine 12 Monate Rechnungen bekommen oder abgebucht wird, Oh, das wäre gut. Ja, ich dass habe wir da sie die wohl Wege leiten. irgendwie sowas im Internet gemacht und jetzt kriege ich immer Anrufe und Rechnungen und Sie können das Genau. ausschalten, ja? Ich kann das so lange ausschalten, Herr von Rudersdorf, bis Sie Ihre Kündigung eingereicht haben. Dann ist sie automatisch, wenn Sie es beantragen, auch gelöscht vom Internet, Ja. dass Sie da nicht mehr. Wir werden Sie für diese kurze Zeit, bis Ihre Kündigung eingeht, registrieren, die wird sie nicht kosten, damit weitere Anrufe und Registrierungen nicht stattfinden oder sie Ja. irgendwo eingetragen werden. Und die Registrierung erlöscht auch mit der Eingang ihrer Kündigung bei uns. Das Herr ist von gut. Rudersdorf, Wo muss ich das wenn denn ich das richtig kann, hinschicken? Ich habe bisher ich immer nur so schicke Sachen aus dem Ausland bekommen. Sie. Nein, Sie bekommen jetzt dann Post von uns, wenn ich das jetzt zu Ende bearbeitet habe, Ihre Daten hier. Ja. Bekommen Sie spätestens Dienstag, Mittwoch, die Post von uns, wo die Zugangsdaten drinstehen, wo Gut. Sie erstens die Kündigung einreichen können, zweitens, die Daten vom Datenbeauftragten beantragen zu löschen, damit sie Ja, da nicht drinstehen. Herr von gut. Rudersdorf, dann hätte ich das auch soweit. Ich habe jetzt der Bank auch, wenn Sie einverstanden sind, schicke ich eine kurze Meldung, dass ohne Ihre Einwilligung ja nichts abgebucht, umgebucht oder weitergeleitet wird. Nur mit Ja. Ihrer Einstimmung, das habe ich denen jetzt auch zugesendet, der Sparkasse Zwickau, so dass in Zukunft ohne Ihre Einwilligung nichts passieren darf. Das hätte ich dann sofort. Ist Okay, es gut, ist nämlich danke. so, Herr von Und von Rudersdorf. wem rufen Sie jetzt an? Da sind Sie von der Bank? Nein, ich bin, wir sind von der Lotterie, die 649 kennen Sie ja, die staatliche Lotterie. Ja. Die hat extra jetzt eine Abteilung gegründet, wir heißen Joker Card. Wir sind nur dafür zuständig, so ungewollte Eintragungen, ungewollte Verträge sofort zu stoppen, stornieren, kündigen, Ach, je das ist nachdem, wie ja die toll. Gesetzeslage ist. Genau, und diesbezüglich habe ich Sie auch angerufen. Ja, Da ich Sie gesetzlich großartig. nicht, Danke, da ich Sie Merkel. nicht, kein Problem, Herr von Rudersdorf, da ich Sie nicht kündigen darf, also Sie die Unterlagen zur Kündigung bekommen werden, Ja. werde ich Sie, um diese Frist einhalten zu können, auf die gesetzlichen Laufzeit von höchstens 2 Monaten runterstufen, für die gesetzlichen 49,50 €. Ansonsten würde das ja 98 € für 12 Monate kosten, Ja. sodass Sie die Kündigungsmöglichkeit bekommen, ja? Genau, da kommt immer Post. Ich habe das bisher immer zurückgeschickt, ne? Aber dadurch wird das ja nicht besser. Wird's doch schlimmer. Genau. Ich weiß ja aber gar nicht, was ich machen soll. Das wird in der Post von uns auch drinstehen, wie Sie es am Gut. besten rangehen. Da könnte jetzt die nächsten Tage, also es ist eh Wochenende, aber Montag, Dienstag vereinzelt Anruf bekommen, aber es wird alles aufhören, soweit Sie die Ja. Kündigung auch reingeschickt haben, Also ja? das kommt per Post, ja? Genau, ich schicke Ihnen jetzt dann die Post, soweit ich jetzt am Ende bin. Wenn ich aufgelegt habe, wird das sofort rausgehen, Gut. dass ich das in die Wege leite, dass Sie, wie gesagt, Dienstag, Mittwoch dann die Post Ja. erhalten. Ich würde mich auch dann absichern, wenn Sie einverstanden sind, dass ich Sie Mittwoch Mittag nochmal anrufe, ob die Post angekommen ist. Gut. Wenn nicht, dass ich da sofort was unternehme. Was denn? Das ist dann, ja, dass ich mache jetzt zum Beispiel eine kurze Zusammenfassung unseres Gesprächs. Das würde ich nämlich dazu nehmen und den Herrschaften sagen, der Herr von Rudersdorf hat bei der Aufzeichnung bestätigt, dass er diesen 12-Monats-Vertrag nicht mitspielen will. Und wieso ist die Post? Er hat die Post nicht erhalten. Also kein Vertrag bitte, sofort kündigen, sodass Sie dann ohne Probleme da auch rauskommen. Das dient dann zur Ja, Beweislage. das ist gut. Weil Ich wir will heute das ja ja, alles gar nicht haben. genau. Weil wir ja heute den 23. Februar haben, da sind wir noch in der Frist drin, dass wir Ihnen die neue Fristmöglichkeit erschaffen, sodass keiner sagen kann,
Ja, die haben die Frist für so ein bisschen so. Genau. Ich bin ja jetzt die ganze Zeit schon am Versuchen rauszukriegen, wo das denn alles herkommt. Können Sie sehen, wo das angefangen hat? Das hat das leider nicht, aber ich kann Ihnen sagen, dass das die Lotteriegesellschaft Lebensfreude sie registriert gehabt hat, Lebensfreude. Die machen einen die ganze Lebensfreude kaputt mit sowas. Schon, ne? Ja. Leider, ja. Meine Güte, und dafür arbeitet man sein ganzes Leben, ne? Schade. Es ist, aber glauben Sie mir, da sind Sie nicht alleine. Es hat jetzt Überhand gefunden die letzte Zeit. Das ist so schlimm geworden. Also ich bin ja inzwischen schon so weit. Ich habe ja mein Haus verloren. Das Auto und das Boot ist auch weg. Haben Sie eine Adresse von denen? Das bekommen Sie automatisch mit der Post von uns, wenn wir es zugesendet haben. Das bekommen Sie alles mit der Post. Sind die in Deutschland? Die sind in Berlin, ja. Ach, das ist ja gar nicht so weit weg von mir. Genau. Wissen Sie, ich glaube, ich habe mir jetzt schon überlegt, ich mache das wie die Mönche in Tibet. Ich fahre bei denen mit meinem Rollstuhl, ne? Ich kann ja auch schon lange nicht mehr laufen, da rein in dieses Gebäude von denen und erschütte mich selber mit Benzin und zünde das an. Weil die machen, haben ja das ganze Leben kaputt gemacht. Ab nächste Woche ist das nicht mehr nötig. Da kriege ich ja mein Geld nicht wieder, oder? Ja. Ist momentan was abgebucht worden? Ja, schon die ganze Zeit, ja, ne? Das können Sie bei der Bank, weil Sie können es immer wieder 4 Wochen, nachdem es Abbuchung war, sofort der Bank melden, dass die Bank das zurückfordert erstens. Ja. Und zweitens können Sie da auch eine Sperrung zu Ihrem Bankangestellten sagen, dass der gesperrt wird, dass die kein Geld mehr abbuchen. Was und meinen Sie denn? Ist Diesel oder Benzin besser für eine Selbstentzündung? Nein, Herr von Rudersdorf. Aber ich mache Ihnen bitte den Vorschlag. Ich mache jetzt kurz die Aufzeichnung, was 2 Minuten dauert. Dann können wir uns weiter unterhalten. Dann schicke ich das nämlich auch los. Ich will einfach nur brennen. Nein, Herr Rudersdorf, das ist es nicht wert. Ja. Nein, die haben mir das Leben doch sowieso schon kaputt gemacht. Ich meine, bevor ich jetzt mit einem Rollstuhl obdachlos werde und im Winter erfriere, dann setze ich wenigstens noch mal ein Zeichen, ne, was die mit den Menschen machen, damit die jemand mal aufhält. Ne? Herr von Rudersdorf, es kann jetzt bloß noch besser werden. Wie gesagt, wir haben ja die Möglichkeit, Sie da jetzt vernünftig auch rausnehmen zu lassen. Lassen Sie uns die Arbeit zu Ende bringen. Und dann schauen wir auch nach Möglichkeiten. Dann schaue ich im Internet nochmal im Computer nach, ob sie irgendwo noch irgendwas aufhaben, dass ich das auch nochmal stoppen lasse, so dass wir das auch vernünftig raus haben, dass sie dann nie wieder irgendwie belästigt werden. Ja, wenn ich demnächst keinen Wohnsitz mehr habe, dann kann mich ja auch keiner mehr anschreiben und anrufen. Die haben mir alles weggenommen. Herr von Rudersdorf, wenn Sie einverstanden sind, fange ich mit der Aufzeichnung an. Da geht es hauptsächlich darum, ob ich Sie richtig beraten habe, ob Sie damit einverstanden waren. Wegen Datenschutz, die Verarbeitung Ihrer Daten, die werden nicht mehr verarbeitet, die werden von uns aus gelöscht, so dass die nicht mehr drin sind. Die Registrierung bei uns... Gelöscht? Ich habe das gerade nicht verstanden. Ihre Daten, die, was ich jetzt vor mir habe, Name, Adresse, Bankverbindung. Oh, was haben Sie da denn alles stehen? Nur gucken, ob das überhaupt alles richtig ist, sonst geht das ja immer weiter. Sie sind der Herr Hans Herbert von Rudersdorf in der Klopstockstraße 126 in 95445 Bayreuth. Geboren am 4. September 1951. Die IBAN Endziffer 081, das sind die letzten 3 Ziffern der IBAN von der Bank. Kleiner Umweg, die Sparkasse Zwickau. Das sind die Daten, wo sie registriert waren und wo wir dann das auch nicht weiter verabreichen werden oder bearbeiten werden. Das wird gelöscht, soweit ihre Kündigung auch durch ist, die 3 Monate, sodass sie nicht mehr drinstehen und keiner mehr die Möglichkeit hat, die Daten irgendwie zu nutzen. Aha. Und die Daten, die Sie jetzt gerade vorgelesen haben, die kamen jetzt von dieser Lebensfreude-Truppe da. Genau. Na, denen werde ich das Leben zur Hölle machen. Ich werde der Erzengel Maulwurf, soll dann mein Taufername sein. Herr Frau Dudersdorf, Sie sind nämlich verpflichtet, gesetzlich uns das zu melden, dass Sie zum Beispiel Neukunden haben. Damit erreichen wir die Personen und überprüfen das, so wie bei Ihnen, wenn es keine Richtigkeit hat, dass wir sofort stoppen und auf die gesetzliche Basis nochmal schieben, dass Sie kündigen können, ja?
Ja. Meinen Sie denn, die Batterie von so einem Elektroroller ist ein gutes Triebmittel, wenn das dann hochgeht? Weil man hört ja immer wieder bei den Elektroautos, dass das gefährlich ist, wenn die brennen. Herr von Rudersdorf, darüber, wenn Sie wollen, nach der Aufzeichnung, die was wirklich 2 Minuten dauert, unterhalten wir uns gerne. Na, ich muss das ja planen, weil sonst würde ich jetzt nochmal einen Kredit aufnehmen für was anderes. Ja, ich kann den dann ja eh nicht mehr zurückzahlen, ne? Herr von Rudersdorf, wie gesagt, die Aufzeichnung würde wirklich 2 Minuten dauern, wenn Sie einverstanden sind. Da geht es hauptsächlich darum, Sie haben ja gesehen, da geht es um Fragen. Ja, das muss ja alles, ich will ja meine Angelegenheiten geordnet haben, bevor ich das nächste Leben... Kennen Sie einen Gott, der Selbstmörder akzeptiert? Weil im Christentum ist das ja verboten. Herr von Rudersdorf, wenn wir das bearbeitet haben, dann bin ich gerne bereit, für Sie noch weiter am Telefon zu bleiben. Lassen Sie mich die Arbeit zuerst zu Ende bringen, dann können wir uns weiter unterhalten. Das sind 4-mal mit Ja zu beantwortende Fragen. Und dann frage ich Sie, wenn Sie Ihre IBAN auswendig kennen, nach der IBAN. Wenn nicht, würde ich Ihnen einmal durchgeben, dass Sie es notieren und einfach vorlesen, wenn ich gefragt habe. Das dient zur Identifikation, mit der Sie registriert worden sind, damit diese Registrierung mit dieser IBAN auch gelöscht wird. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was sollen Sie mein Konto löschen? Ich brauche das aber noch. Nein. Ich lösche die nicht. Ich lösche bloß diese Daten hier, würde ich zur Löschung weitergeben. An wen denn? Sie sind hier registriert. Datenbeauftragten, dass das gelöscht wird. Von wem wessen denn? Das ist alles so kompliziert. Bundesdatengesetz. Der Bundesdatengesetz Schutzbeauftragte? Nein, ich habe mich jetzt widersprochen. Das ist doch der aus Berlin, ne? Genau, da werden Sie auch die Zugangsdaten bekommen, dass Sie es bitte selber auch beantragen. Da Sie mit der IBAN registriert sind, braucht es der Gesetzgeber diese IBAN einmal von Ihnen bei der Aufzeichnung, dass wir diese IBAN mit diesen Daten sperren und dass das zu einer Stoppung von diesem Betrag kommt, dass das nicht weiter zu irgendwas führt. Soll ich Ihnen ein Foto von Ausweis und Bankkarte rüberschicken? Nein, das brauche ich nicht. Herr Rudersdorf. Da geht es hauptsächlich jetzt darum, wenn Sie die Fragen beantworten, bitte ohne Kommentare, dass ich auch, dass die Kündigung dann auch eingereicht werden darf, dass es akzeptiert wird. Wie gesagt, wenn ich mich dann verabschiedet habe und Sie sich verabschiedet haben, bin ich immer noch am Hörer dran. Ich werde bloß die Aufzeichnung stoppen, sodass wir weiterreden können. Wenn Sie einverstanden sind, wenn Sie die IBAN notieren wollen, bin ich gerne bereit, Ihnen das mitzugeben, dass Sie, wenn ich gefragt habe, einmal mit der dazugehörigen Bank erwähnen, dann sind wir auch durch. Das wird wirklich 1,5-2 Minuten dauern, sodass wir dann weiter kommunizieren können miteinander. Also das, was ich jetzt, die IBAN, was ich jetzt überweisen soll? Nein, die IBAN, wo man Ihnen Geld abbuchen würde, die ist bei uns hier drin, die was wir bekommen haben. Wenn Sie einen Stift haben, gebe ich Ihnen auch zum Vergleich nochmal durch, dass Sie es notieren. Ja. Haben Sie was im Schreiben? Nee, da muss ich erst holen. So kompliziert alles. Ich nehme ja inzwischen starke Schlafmittel, damit ich überhaupt noch schlafen kann. Da bin ich aber am Tag auch nicht mehr so fit, ne? Das dauert alles ein bisschen länger. Kenne ich alles. Nein, alles gut, kenne ich alles. Naja, ich packe auch noch 3-4 Eimer mit Nägel und Schrauben vorher an den Rollstuhl dran, damit das ein richtig schöner Streubombeneffekt ist. Das glaube ich Ihnen. Aber es wird alles nicht nötig sein. Es kann bloß noch besser werden, von Rudersdorf. Glauben Sie mir. Ja. Das ist es schon wert. Also ich habe jetzt was zu schreiben. Schön. Dann gebe ich Ihnen einmal durch, von Rudersdorf. Die Deutschland-Emil, also die DE groß. Emil? Deutschland-Emil, also die Anfangsbuchstaben. Die Kennen DE. Sie den Emir von Stronghold Crusader? Nö, leider nicht. Na gut. Ja. Okay, die DE groß, die 948. Ja. Die 705. Ja. Die 500. Was war das, 5000? Ja, eigentlich 5000, ja, können Sie auch. Ja. Und dann die 235. 253? Nein, die 235. Also nochmal dahinter. Nö. Wie jetzt? Zuvor. Also ich gebe es Ihnen nochmal durch. Die 9 Einzel gebe ich Ihnen durch. Ich habe es jetzt nochmal durchgestrichen. Lass uns nochmal anfangen. Genau.
Die DE948. Ja. Die 705. 705. Die 50. Ja. Dann die 00. Ja, vorhin haben wir doch 5000 aufgeschrieben. Genau. Jetzt ist das 550. Genau. Nee, das sind 5000 wieder. Oh, ich komme da nicht mit. Nochmal neu bitte. DE. Die 9. Genau, 9, die 948. Ja. 8. Die 705. Ja. Die 50. Ja. Die 00. Ja. Die 23. 32. Nein, die 23. Also 23. 23. Ja, vielleicht können wir es so genau machen. Genau. Die 23, dann die. Nochmal? 5, nein, nein, die 55. 55? Genau. Ja, dein IQ. Wie geht's weiter? Dann die 051. 0151? Nein, die 051. Ja. Und dann die 081. 081. Könnten Sie es mir kurz wiederholen, damit wir bei der Aufzeichnung keine Probleme haben? Ja, DE948 7055 00 2355 05 1081. Super, super. Das ist die Sparkasse Zwickau, wie gesagt. Metal, Leute. Genau, dann fange ich mit der Aufzeichnung an, Herr Rudersdorf, damit ich auch weiß, wie ich. Was zeichnen Sie denn? Ich will Sie ja nicht aufhalten. Nee, ich zeichne nicht. Ich werde diese Zusammenfassung unseres Gesprächs kurz aufzeichnen und dann sind wir auch durch. Also wie nennt man das nochmal? Ja, also wie Kalligrafie, oder? Nö, nee, das ist die Aufzeichnung dient dafür, dass wir Ihre Kündigung gesetzesmäßig durchkriegen und Sie da rausholen können. Deswegen ist die Aufzeichnung wichtig. Kann ich da eine Kopie von haben? Von natürlich, natürlich. Natürlich, soweit Sie die Post erhalten haben, haben Sie Zugang drauf auf diese Aufzeichnung. Die dient auch zu Ihrer Sicherheit. Kann ich das dann runterladen und bei Gimpnei speichern? Das ist natürlich ja großartig. Herr Rudersdorf, wie gesagt, bei der Aufzeichnung, wenn ich Sie gefragt, also die Fragen, wie gesagt, die was mit viermal Ja zu beantworten ist, bitte keine Kommentare, einfach mit Ja beantworten, dann sind wir auch durch, okay? Dass ich die Aufzeichnung schnell beginne. Ja. Sind Sie bereit? Okay. Ja, ich bin bereit. Okay, danke. Ich bin bereit, ich bin bereit. Okay, ich fange an. Ich bin bereit. Herr Rudersdorf, kurz, ja? Wenn Sie warten, okay. Es geht um die Stoppung des Vertrages für 12 Monaten für 98 Euro von Herrn Rudersdorf für die gesetzlichen Laufzeit von 3 Monaten für die 49,50 €, wo der Herr Rudersdorf die Möglichkeit erhält, sich nochmal zu kündigen und das aus der Welt zu schaffen. Einen schönen guten Tag, Herr Hans Herbert von Rudersdorf. Mein Name ist Timo Schwarz von der Verwaltung des Jokercard. Das ist die angekündigte Qualitäts- und Vertragsbestätigungsanruf. Sie hatten ein Gespräch mit einem unserer externen Mitarbeiter am 23. Februar 2024. Deshalb ist Anruf von Ihnen angekündigt. Wir werden Ihr Einverständnis brauchen. Ich verstehe kein Wort. Der Serviceanruf wurde Ihnen angekündigt. Wir werden Ihr Einverständnis vorausgesetzt, den Anruf zu Ihrer Sicherheit aufzeichnen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Waren Sie mit dem vorherigen Beratungsgespräch des Mitarbeiters einverstanden? Nein. Damit bin ich gemeint, da muss ich die Aufzeichnung stoppen. Ja, weil Sie haben was von einem externen Mitarbeiter erzählt. Ich habe ja mit Ihnen gesprochen. Es ist blöd formuliert hier bei diesem Text. Damit bin ich nur gemeint. Es sind keine anderen Mitarbeiter. Es sind normalerweise 2, aber ich bin der Abteilungsleiter. Deswegen darf ich die Aufzeichnung auch machen. Ansonsten sind 2 Leute zu bearbeiten. Aber der Text ist jetzt ja auch schon 20 Jahre alt. Warum hat sich das in der Zeit nicht weiterentwickelt? Weiß ich nicht davon, Rudersdorf. Das ist einfach so. Da weil das gab es ja genau so schon bei Kai-Uwe Mayer damals. Kennen Sie den? Ja, glaube ich ihn. Nee, den kenne ich nicht. Wie? Den kennen Sie nicht? Herr Rudersdorf, wenn ich darf, fange ich nochmals an, dass ich das echt zu Ende bringe, weil die Zeit wird knapp und ich darf, heute muss ich das doch rausschicken, wenn Sie einverstanden sind, dann fange ich nochmal an, Herr Rudersdorf. Okay, die 321.
Einen schönen guten Tag, Herr Hans Herbert von Rudersdorf. Mein Name ist Timo Schwarz von der Verwaltung der Jokercard. Das ist der angekündigte Qualitäts- und Betragsbestätigungsanruf. Sie hatten ein Gespräch mit einem unserer externen Mitarbeiter am 23. Februar 2024. Der Serviceanruf wurde Ihnen angekündigt. Wir werden Ihr Einverständnis vorausgesetzt, den Anruf zu Ihrer Sicherheit aufzeichnen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Waren Sie mit dem vorherigen Beratungsgespräch des Mitarbeiters einverstanden? Natürlich. Hat der Mitarbeiter Sie umfassend über den Datenschutz und die Verarbeitung Ihrer Daten aufgeklärt? Ja. Hiermit wünsche ich ausdrücklich, dass der Service-Mitarbeiter mich mit meinen angegebenen Daten bei Jokercard registriert. Nee, abmeldet. Ja, die Registrierung. Ich stopp die Aufzeichnung kurz, Herr Rudersdorf. Ich habe Ihnen ja gesagt, die Registrierung, die löscht automatisch mit der Eingang Ihrer Kündigung. Damit aber das ist umgekehrte Psychologie sozusagen. Nein. Das habe ich verstanden. Damit die anderen Gesellschaften Sie nicht nochmal neu irgendwo eintragen oder registrieren, registrieren wir Sie für die kurze Zeit, bis Ihre Kündigung eingereicht ist, damit das von der Welt ist, okay? Wissen Sie, was richtig traurig ist? Ja. Ich hatte gestern eine Kieferoperation, mein unterer Mund, der ist immer noch alles taub, aber ich schaffe das trotzdem, das alles zu machen hier. Ne? Ist gut, oder? Ist gut, super. Krieg ich dafür einen Daumen hoch? Auf jeden Fall. Ich fange nochmal an, Herr von Rudersdorf, dass wir das auch wirklich zu Ende bringen und ich die Kündigung rausschicken kann, ja? Naja. Die fange ich an. Okay, die 3, 2, 1. Einen schönen guten Tag, Herr Hans Herbert von Rudersdorf. Mein Name ist Timo Schwarz von der Verwaltung der Jokercard. Das ist der angekündigte Qualitäts- und Vertragsbestätigungsanruf. Sie hatten ein Gespräch mit einem unserer externen Mitarbeiter am 23. Februar 2024. Der Serviceanruf wurde Ihnen angekündigt. Wir werden Ihr Einverständnis vorausgesetzt, den Anruf zu Ihrer Sicherheit aufzeichnen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Waren Sie mit dem vorherigen Beratungsgespräch des Mitarbeiters einverstanden? Ja. Hat der Mitarbeiter so umfassend über den Datenschutz und die Verarbeitung Ihrer Daten aufgeklärt? Oh ja. Hiermit wünsche ich ausdrücklich, dass der Service-Mitarbeiter mich mit meinen angegebenen Daten bei Jokercard registriert. Ja, ja. Dann fasse ich gerne alles kurz für Sie zusammen. Ihre Daten, die Sie uns angegeben haben, werden zur Vertragserfüllung gespeichert. Das haben Sie auch so verstanden. Hast du dir schon mal ein Gemüse wie zum Beispiel eine Gurke oder einen Rettich eingeführt? Herr Rudersdorf, ich bräuchte die Antwort, dass ich weitermachen kann, dann sind wir auch fast durch. Ich dachte, wir waren schon fertig. Meine Güte, nein, das waren doch drei Fragen. Meine Güte. Habt ihr auch wie lange dauert das denn bei euch? Ich dachte, du bist der Chef da drüben. Ich habe jetzt die Daten, die was gelöscht werden sollen, hätte ich jetzt gelesen und dann lieber nachgefragt, dann wären wir auch vorbei, fertig mit der Aufzeichnung. Wir müssen mal ein Codewort abmachen. Herr Rudersdorf, wenn Sie es nicht wollen, dann lege ich hier auf. Dann war das, weil das sind genügend Leute heute, was ich noch anrufen muss, bitte. Wenn Sie wünschen, dann lasse ich das so stehen. Dann sind Sie ich will das Montag. Ja kündigen, aber ich verstehe das alles gar nicht. Okay, wir sind gleich fertig, Herr Rudersdorf. Ja. Wir fangen nochmal die Aufzeichnung ein letztes Mal an. Okay, ja. Ein letztes Mal fange ich an. Dankeschön. Bitte ohne Kommentare, einfach ja und dann, dass ich es durchlese, dann sind wir auch vorbei fertig. Das und ist klasse. Die, was die notiert haben, auch die bereithalten, dass wenn ich nach der IBAN mit der dazugehörigen Bank frage, dass sie beantworten, dann sind wir auch durch. Ich werde dann nicht auflegen, ich werde bloß die Aufzeichnung stoppen, dann bin ich immer noch für Sie. Muss ich das die Nummer dann vorlesen, ja? Genau, genau, mit der DE beginnen. Guter Junge. Dann fange ich an. Die 3, 2, 1. Einen schönen guten Tag, Herr Hans Herbert von Rudersdorf. Mein Name ist Timo Schwarz von der Verwaltung der Jokercard. Das ist der angekündigte Qualitäts- und Vertragsbestätigungsanruf. Sie hatten ein Gespräch mit einem unserer externen Mitarbeiter am 23. Februar 2024. Der Serviceanruf wurde Ihnen angekündigt. Wir werden Ihr Einverständnis vorausgesetzt, den Anruf zu Ihrer Sicherheit aufzeichnen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Waren Sie mit dem vorherigen Beratungsgespräch des Mitarbeiters einverstanden? Ja. Hat der Mitarbeiter Sie umfassend über den Datenschutz und die Verarbeitung Ihrer Daten aufgeklärt? Ja. Hiermit wünsche ich ausdrücklich, dass der Service-Mitarbeiter mich mit meinen angegebenen Daten bei Jokercard registriert. Ja. Dann fasse ich gerne alles kurz für Sie zusammen. Ihre Daten, die Sie uns angegeben haben, werden zur Vertragserfüllung gespeichert. Das haben Sie auch so verstanden? Ja, ja. Sie heißen Herr Hans Herbert von Rudersdorf, Wunderklopfstockstraße 126, 95445 Bayreuth. Ihr Geburtsdatum lautet? Der 8. Mai 45. Die stimmt hier nicht ein. Bitte? Ich habe Ihnen doch vorhin die Geburtsdatum gesagt. Das ist der 4. September 51, haben Sie bestätigt. Das ist der Geburtstag von meiner Frau. Das ist nicht mein Geburtstag. Ich bin 8. Mai 45. Okay.
Der Achter. Ich sagte, das ist alles ganz komisch, was da läuft. Wollten Sie mit meiner Frau sprechen? Die heißt Ulla von Rudersdorf. Nein, nein, Herr Hans-Herbert von Rudersdorf. Ich habe Ihnen vorhin die Geburtsdatum, dann ist wohl ein Missverständnis zwischen uns gewesen. Der 8. Mai 1945. Okay. Genau. Wir waren jetzt fast am Ende. Wir waren echt fast am Ende. Ich kann ja nichts dafür, wenn die das da falsch eingetragen haben, von der Lebensverunfreudung. Jo. Herr von Rudersdorf, ich fange die Aufzeichnung nochmal an, mach's noch schneller, damit wir das endlich hinter uns bringen, okay? Aber nicht so schnell, ich verstehe das doch sonst gar nicht. Okay, okay. Danke. Die 3, 2, 1. Einen schönen guten Tag, Herr Hans-Herbert von Rudersdorf. Mein Name ist Timo Schwarz von der Verwaltung der JokerCard. Das ist der angekündigte Qualitäts- und Vertragsbestätigungsanruf. Sie hatten ein Gespräch mit einem unserer externen Mitarbeiter am 23. Februar 2024. Der Serviceanruf wurde Ihnen angekündigt. Wir werden Ihr Einverständnis vorausgesetzt, den Anruf zu Ihrer und unsere Sicherheit aufzeichnen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, bin ich. Waren Sie mit dem vorherigen Beratungsgespräch des Mitarbeiters einverstanden? Ja. Hat der Mitarbeiter Sie umfassend über den Datenschutz und die Verarbeitung Ihrer Daten aufgeklärt? Ja. Hiermit wünsche ich ausdrücklich, dass der Service-Mitarbeiter mich mit meinen angegebenen Daten bei JokerCard registriert. Ja. Dann fasse ich gern alles kurzfristig zusammen. Ihre Daten, die Sie uns angegeben haben, werden zur Vertragserfüllung gespeichert. Das haben Sie auch so verstanden? Ja, genau. Sie sind der Herr Hans-Herbert von Rudersdorf, wohnen in der Klopstockstraße 126 in 95445 Bayreuth. Ihr Geburtsdatum lautet? 8. Mai 45. Angebot, Ihr JokerCard erhalten Sie für nur 49,50 € im Monat. Dieser Betrag wird zum Monatsende angefordert und alle Gewinn- und Rabatte werden überwiesen. Sie nutzen JokerCard zunächst für 3 Monate. Wir empfehlen Ihnen, solange wie ich dabei zu bleiben. Bitte nennen Sie mir noch einmal Ihre Bankverbindung. Fangen wir mit der IBAN an, sowie der dazugehörigen Bank, bitte. Ja, das ist Sparkasse Zwickau DE 948 7055. Du dummer, hässlicher, ehrenloser Betrüger. Ich habe dich eine halbe Stunde lang verarscht und du bist live auf YouTube. 081 endet, ist die Endung. Sind jetzt fertig, Herr Rudersdorf? Ja, du bist live auf YouTube, du Trottel, du scheiß Betrüger, du hässlicher. Ich hab dich eine halbe Stunde verarscht. Du bist ein Schwein, ein ganz hässlicher Hund bist du, ein ehrenloser. Freut mich für Sie, ab Montag sind Sie in dem Vertrag drin. Ja, bitte, 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 die Adresse ist falsch, die Telefonnummer ist fake, der Name auch. Ja, so wie bei dir. Wie ist denn das Wetter in Antalya? Wie ist das Wetter in Antalya? Die IBAN ist von einem anderen Betrüger. Da kannst du abbuchen. Die IBAN gehört einem anderen Betrüger. Scheiß Trottel, du Dummer. Verpiss dich, los. Geile Nummer. Oh Leute, wirklich, ihr seht hier einen Tag nach Kiefer-OP, mir tut alles weh, aber den Typen habe ich fertig gemacht.